So, war der geblastert in diesem Spiel. So, komme ich jetzt an diesen dummen Geschützturm jetzt einfach vorbei oder sterbe ich jetzt hier? Gut, ich gerade gespeichert habe. Das ist so geil, wie die Dinger... Okay, ich kann sie immer noch nicht... Ich dachte, ich hätte jetzt gehackt. Okay, wir müssen nochmal gucken, wie das genau war. Ich dachte, ich hätte die bereits... So, okay. Achso, Zugangskarte. Ja, genau. Plastikgeschütze nicht aktiv. Ausgelockt. Yay. Okay. Ist doch geil, dass wir hier diese schweren Blastergeschütze, die hier irgendwie die Tür bewachen, die stehen halt hier mitten in der Basis, anstatt vor der Haupttür oder im zentralen Hauptraum, wo die halt immer vorbeirennen, ne? Oh. Schrottplatz-Druide. Druide-Reaktiv. Wie viel Ersatzteil habe ich noch? Dings. Patrouillenmus versetzen, Druidenschild aktivieren, Zielsignal optimieren. Nee, das können wir uns alles nicht leisten. So. Das ist auch sehr shiny, der Schrottplatz-Druide. Okay, ich werde noch mehr Schrottplatz-Druide welche nicht aktivieren, aber der hier sieht so aus wie etwas, das... Kann ich den ranlocken eigentlich? Also wenn ich da mal treffe, ist es tatsächlich gar nicht schlecht, ne? So, Kart, was hast du vor? Bereit. Möchte mir mal erklären, warum meine Leute schon wieder der Meinung sind, sie müssten übel nah ranlaufen? Ich verstehe das nämlich ehrlich gesagt nicht. Ich bin hier! Da gibt irgendwie wenig Sinn. Hey, sind das hier nicht diese. Das sind doch diese Reparaturroboter hier, oder? Wer seid ihr denn? Warte mal, die kommen mir gerade langgelaufen. Ich habe doch hier so einen Roboter gehackt. Das möchte vielleicht irgendjemand noch nicht nahkämpfen? Okay, ich bin mittlerweile fast sicher, dass das Hacken von. Robert hat totale Geldverschwendung ist. So. Schade, dass ich nicht so taktisch Deckung suchen kann. Das ist ja wahrscheinlich ein bisschen viel verlangt für das Spiel. Ach, guck mal, mein Roboter kämpft mit. Jawohl. Oder rennt er so nah ran? Rennt er so nah ran, weil er weiß, dass seine Trefferchance gleich null ist aus der Entfernung. Schwerer Kampfanzug. Man muss halt immer dran denken, wir müssen ja eigentlich ein ganzes Team ausrüsten, ne? Also diesen Druiden da zu hacken war auf jeden Fall... Das, also richtig gut war das nicht, ne? Wer ist da? Das ist noch Schwarzer Vulkan? Toll. Nahkämpfende Gegner. Ja, Kart, dann mach mal hier schweren Blasterschuss. Mission kann von mir aus hinten stehen und normal schießen und Whisper rennt weg, würde ich sagen, ne? Angriff abbrechen. Ja, das liegt an das Gebäude. Echt, der kommt vorhin noch zum Kämpfen? Hätte ich nicht gedacht. Warte mal, nicht das hier, wir haben noch Schnellschuss hier. Auf geht's! Was für Helden. Was ist denn das hier? Dafür, dass ich die Gebietskarten runtergeladen habe, merkt man wenig viel davon, ne? Von der ganzen Geschichte hier. Eine Gasmine. Ja? Das irgendwie aufzeigen, so wie wichtig ist, dass man auf jeden Fall immer ein Scharbein haben sollte, der gegen Minen ist? Weil du kannst ja prinzipiell... Wo kommt der denn jetzt her? Du kannst ja quasi zu diesem Zeitpunkt eigentlich nicht ohne Mission unterwegs sein, ne? Ja gut, es sei denn, du nimmst halt zahlbar mit, aber... Ja, warum ist ich denn schon wieder auf Mission? Ich will doch eigentlich hier auf den hier. Jetzt sind hier übrigens ganz schön viele Nahkämpfer unterwegs. Warum kann er jetzt nicht schießen? Das ist egal. Mission wieder. Ist er schon tot? Nein. So, Kart, können wir dann bitte endlich mal schießen? Bereit. Kinders, würdet ihr euch bitte nicht locken lassen? Nein! Oh, was? Nein! Kart, aus! Was? Es ist so nervig, dass du ihnen nicht sagen kannst, dass sie irgendwo hinlaufen sollen. Du musst sie halt alle manuell steuern, das ist total dumm. Er schießt mir überhaupt eigentlich. Hä? Ich sag, wenn Brett gar keiner. Ich verstehe das nicht, warum was? Wollen die immer nach vorne rennen? Das ist so dumm. Sie haben ja zumindest später ein Mass Effect das ist von den gleichen Leuten, die auch Mass Effect gemacht haben, ne? Sie haben den später auch bei Mass Effect zumindest gelernt.
sollte vielleicht mit Kart vorrennen. Was? Oder eine Vibro-Klinge in der Hand, oder? Dass du zumindest deine Leute hin und her schicken kannst. Weil das ist total Panne, ne? Dass du die halt nicht... Oh. Was? Ist das dein Ernst, Whisper? Wer bist du denn? Was? Ich brauche einen Nahkämpfer. Ich bin hier. Cool, wie meine Leute immer komplett zum Überschießen neigen, ne? Nämlich der Sparfuchs in mir möchte eigentlich schon wieder hier einmal komplett rausgehen aus der Anlage. Es ist BioWare. Ja, sag ich doch. Ich bin mir fast 100% sicher. Offenbar brauchst du für diese Tür eine besondere Zugangskarte. Oh. Ja, okay. Diese Seite auch nicht. Welche Überraschung. Ja, aber es regt mich trotzdem auf, weil du kannst die Leute halt nicht umher schicken, ne? Oder kannst du doch? Und ich hab's bis jetzt bloß nicht gemerkt. Moment mal. Ich bin hier! Nö, kannst du nicht. Das ist halt dumm. Okay, gib mich der aufgeben? Okay, drin sind zwei. Na gut. Dann, stehst du mal hier. Was? Du stehst da. Bereit. Und Kart macht die Tür auf, würde ich sagen. Hallo, Jungs. Bitte ja schon. Okay, das ist beides keine Mechaniker. Aber vorhin war ein Typ ja Mechaniker. Okay, ich kann den anderen nicht anvisieren. Warum auch immer nicht? Weil ich anscheinend kein Sichtfeld habe. Ah, dafür kann ich ihn anvisieren. Okay. Warum war der eine Typ betäubt? Einer von denen war unbewaffnet, ne? Ah ja. Oh, guck mal, eine Werkbank. Werkbank benutzen. So, da kann ich doch... Ein Laserschwert habe ich immer noch keins, aber ich kann doch jetzt bestimmt... Oh, guck mal, ich habe einen Servoverschluss gefunden. Was macht denn der? Er erhöht die kritische Bedrohung. Oh, von mir aus. Kann ich in Karts Bastard noch was machen? Nö, ne? Rüstung. Ishani Fieberpanzer. Das ist das Einzige, was ich gerade aktuell upgraden kann. Jetzt kann ich da noch einen Maschpanzer ranbauen. Der erhöht den Schutz gegen... Dinge. Viele Lidl landen der Ishani tragen derartige Rüstung, bla 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 bla. So, was kann ich hier noch? Nahkampfwaffen, Missions Vibro Klinge. Ach, guck mal, ich kann hier noch einen Dura-Steigung einbauen. Also falls ich irgendwie doch mal einen Nahkämpfer finde, habe ich zumindest schon mal ein gutes Schwert. Das ist keine Tür. Das sind doch hier alles Reparaturdurin. Warum haben die denn davon so 1000 Stück hier rumstehen? So. Ist nur noch ein Typ übrig. Der wird ja hoffentlich die besondere Zugangskarte haben, oder? Hallo, Mitglied der schwarzen Vulga. Wird er sich jetzt eher auch mit Faustkampf das hier versuchen? Das wird bestimmt gut. Das muss wehgetan. Ja, Mission denkt sich wie immer, das ist ja. Mission, wir sind vielleicht Juden. Alles hier kein Pazifismus ran. Wir erschießen noch Unbewaffnete. Naja, gut. Achso, ich habe einen kompletten Gang vergessen, ne? Oh, was ist das da? Moment. Da ist ein Strahlungsschild? Energieschild. Ich weiß zwar nicht, warum ein Spind mit Strahlungsschild übersetzt wurde, aber... Okay. Dann gucken wir uns aber gleich nochmal um, ob hier nicht noch mehr so eine Spinde rumstehen. Ist ja nicht ganz unmöglich, dass ich einen übersehen habe, sag ich mal. Ansonsten ist es dieser Werkstatt auffällig sauber. Da sind Minen. Ja, das ist halt die andere Seite von dieser Tür. Na gut, da können wir noch nicht hin. Ne? Mal kurz gucken, ob es noch einen Eingang gibt. Ich bin ja mal sehr gespannt, wenn sie denn das Spiel mal tatsächlich remastern. Ah, was es wird, ob sie dieses ganze Dialogzeug und alles, ob sie das dem treu bleiben. Bereit. Und? Ob sie denn diese Orte wesentlich dreckiger machen. Ob sie da zum Beispiel den Mandalorian als Vorlage nehmen. Ist das hier ein Fahrstuhl? Was ist das hier für eine Rumpelkammer? Da ist einfach nichts drin. Und ich beschwere mich immer, dass so Orte immer unglaubwürdig wirken. Verdammt! Achso, warum mach ich das denn mit Dings? Das, Mist! Echt nicht? Hm? Hm? Hab euch! Mist! Das regt mich jetzt tatsächlich ein bisschen auf. Puh, ja. Okay.
Hatten wir es. Verladebucht. Du kommst da nicht ran. Dahinter ist ein Türkengebiet. Das ist leicht rassistisch von dir, mein lieber Richard. Kann es sein, dass ich diesen Gang hier noch gar nicht lang gelaufen bin? Ja, das kann durchaus sein. Das, nicht nur unsere türkischen eingewanderten Mitbürger stellen Security-Kräfte ab. Es gibt auch genug Nazis, die das machen. Mitglied der Schwarzen Vulka. Scharfschütze und danach Dauerschuss. Das muss wehgetan haben. Okay, das war einfach One-Shot. Okay. Was? Der auch. Also, diese Doppelmoral ist auch krass, ne? Ja, ja, du gehörst zur guten Seite, aber hier irgendwie tonnenweise unbewaffnete Mechaniker und irgendwelche schwarzen Vulker, die unbewaffnet sind, einfach in ihrer Werkstatt überraschungsmäßig einfach niederzuschießen, vollkommen okay. Hey, ein Geradencomputer. Und ein Mechaniker-Schreibtisch. Wo kann ich jetzt die Roboter anschalten? Okay, ich kann mit diesem Mechaniker-Schreibtisch einfach nichts machen. Ich hätte bestimmt andersrum ran müssen. Was war hier noch Schönes? Reparaturdrohne, Medikit. Okay, gut. So, Computerkenntnisse hacken. Belichtes, jo. Systemmeldung akzeptiert. Jo, schön. Auf Überwachungskamera zugreifen. Ja, das ist bestimmt total toll. Garage. Ja, mein Roboter lebt hier. Toll. Swoop in der Garage überlassen. Ja, zurück zum Kampf. Kann das sein, dass dieses Spiel irgendwie einen großen Schleichmodus hat, den ich gerade die ganze Zeit komplett ignoriere? Hakan von Kaya, naja. Nein, okay. Wusstest du, dass Kaya ja nah mittlerweile big im Stream-Business drin ist? Den kannst du hier auf Twitch gucken, wenn du Bock hast. Das, ich weiß zwar nicht, wie das dazu kam, aber ich kenne ihn halt auch nur noch von diesen, das Zeug von irgendwann so 2006 rum oder so. Keine Ahnung, wann das war. Aber anscheinend gibt es den Mann auf Twitch. Weil du weißt das, okay. Na gut. Warte mal, das ist nicht mal ein Roboter, das ist Verladerampe, ne? Da kann ich irgendwas machen? Oh, ne, hier natürlich nicht. Oh, noch mehr Leute. Oh, mehrere Twi'lek. Kann ich hier was tun? Nö. C. D. Das sind die Idioten. Warte mal, das haben wir noch. Zurück nochmal. Greif auf Systembefehle zu. Alle Sicherheitstüren öffnen. Ja, Upload Gebäudepläne, das können wir uns sparen. Alle Sicherheitstüren öffnen. Sicherheitstüren entriegelt. Ich hoffe mal, das war jetzt richtig, aber es war diese eine Tür, die ich nicht aufgekriegt habe. Insofern. Abmelden. Objekte verloren. Ah ja, weil ich das Ding so kippt. So. Achso, Passagkarte. Plus 3. Verbesserte Energiezellen. Zugangskarte des Mechanikers. Okay, gut, das. Sagt mir jetzt irgendwie, dass ich mir das Hacken hätte sparen können, so wie es aussieht, ne? Jo, hat sich Fett von Gronk promoten lassen. Ach, so kam das? Ja, ich weiß nur, dass ich dachte, der hätte selber... Warum hat der das notwendig? Nötig? Also ich krieg das ja... Ich mache ja, was Streaming angeht, alles falsch, was man falsch machen kann, weil ich ja null Networking betreibe. Ich rede außer mit Goku, rede ich ja mit keinem anderen Streamer auf dieser Welt. Irgendwie mal. Goku weiß das wahrscheinlich gar nicht, dass ich mit ihm rede. hey, Leute, oh, warte mal. Hey, wir haben Besucher. Das sind bestimmt Gardon Tix Latkain, die Brejix Booster stehen wollen. Jede Wette. Was ist das auch? Brejix hat Gedden den Booster geklaut. Er hat euch nie gehört. Ich habe nicht den Arsch aufgerissen, um diesen Prototypen zu kriegen. Nur damit ihr ihn zurückholt. Soll ich die Beg-Station erledigen, Kandon? Nein, Sekunde. Du trägst nicht die Farbe der Beg. Dann arbeitest du vermutlich auch nicht für den Libyen Schwachbau. Bist du ein Söldner? Ich gehöre dich zu der Beg. Mein Name ist Vispa Kora. So, jetzt bin ich wieder da. Wo war ich gerade? Ach ja, genau, was ich gerade sagen wollte, dass ich betreibe selber als Streamer kein Networking, um den Kurspunkt kurz zu bringen, ob man das hier gerade mit rein. Und, als wenn du halt das Streaming ist ja nach und nach, wird das ja immer mehr wie dieses TV-Business. Du wirst ja nicht irgendwie groß, weil du besonders toll wirst, sondern du wirst groß, weil du andere Leute kennst, die auch irgendwie was machen, dann schaukelt sich das halt so hoch, unter anderem. Also du kannst natürlich irgendwie noch immer noch ein Ausnahmetalent sein, aber das ist eher unwahrscheinlich. Und im Fernsehen ist es ja auch immer genauso. Du kennst halt jemanden, der jemanden kennt, der jemanden kennt, der dich kennt. Aber das, gerade im Fall von Kaya Nayar, wie heißt der richtig? Warte mal, Kaya Yanar, der ist ja
eigentlich schon seit Jahrzehnten Comedian mit mal mehr, mal weniger Aufmerksamkeit, aber der müsste ja eigentlich auch in sonstigen Social Media irgendwie Follower haben, oder? Und wenn du halt erstmal eine gewisse Grundsubstanz hast, das ist natürlich die Frage, wie gut ist der, wie lustig ist der Mann, wenn er spontan ist, ne? Weil das ist ja Comedian sein und die Witze rüberbringen und diese Witze halt schreiben oder vielleicht auch schreiben lassen und dann halt zu, wie ein guter Schauspieler zu servieren, ist noch was anderes, als irgendwie eine Spontanpersönlichkeit zu sein, die halt in jedem Gespräch lustig ist. Das sind ja quasi zwei verschiedene Paar Schuhe. Da hätte ich nicht gedacht, dass man sich da an große Leute wenden muss. Oh, na gut, wenn es hilft, ne? Zurück zum Thema. Ich gehöre nicht zu den Big. Mein Name ist Whisper Cora. Das wird eh darauf hinaus, dass ich sie alle niederschießen muss. Schön, dass ich mitten im Raum stehe, anstatt hinter der Tür, wo ich gut Deckungen ausnutzen könnte. Warum vergessen wir den Prototypen nicht einfach? Arbeitet vor uns. Die schwarzen Wurzel können Leute wie dich gebrauchen. Haben die den Schuss nicht gehört? Ich bin auf dem Weg hierher über 40 Leichen gelaufen? Er glaubt nicht, dass die schwarzen Vulkan mich noch wollen, wenn sie mal nach oben. Also wenn der Typ jetzt mal hochgeht, ich glaube, er heißt Kardon, ne? Wenn er mal nach hoch geht und mal durchzählt, dann wird er ganz schnell merken, dass da oben nicht mehr allzu viele Leute leben. Und ich schätze mal, bis dahin, ab da ist dann meine Beziehung leicht zerrüttet. Smalls, Drimmer und Proud of It. Ja, du bist doch gar nicht so klein, Goku. Das ist, du hast da schon mit deiner. Du hast da schon eine ganz gute Formel. Das wird doch bei dir. Nur noch 10, 15 Jahre und du kannst bestimmt davon leben, wenn das so weiter wächst. Nun gut, ihr habt meine Aufmerksamkeit. Was ist euer Angebot? Was? Du fällst Gedden in den Rücken? Na, nicht mit mir. Mission, das Maskottchen der Big. Deine Loyalität ist bewundernswert und dumm. Gedden und seine Freunde machen sich nur über dich und deine pelzigen Freunde lustig. Nein, das ist nicht wahr. Du lügst. Meinst du? Wie lange kennst du Gedden jetzt? Und wie lange arbeitest du schon für ihn? Hatte ich noch einmal angeboten, einen geheimen Weg zu werden? Sie haben gesagt, ich wäre zu jung. Und das glaubst du? Mann, Mission, so wohl bist du nicht. Für Gedden und seine Leute warst du nur ein Zeitvertreib. Oder machen sich einfach nicht über dich lustig. Ja, ein paar von ihnen. Aber ihr Vulka habt mehr als einmal versucht, mich umzubringen. Weil du zu dem geheimen Weg gehört hast und weil wir dich respektieren. Brejik lacht nicht über dich, Mission. Und er hat dafür gesorgt, dass die Vulka dich sehr ernst nehmen. Aber Gedden hat gesagt, Brejik wäre... Gebuna! Garda musste dafür sorgen, dass du Brejik hast, sonst hättest du die Wahrheit erkannt. Die Weg nutzen dich nur aus, Mission. Solche Freunde brauchst du nicht. Du hast recht. Außer Zalbar brauche ich niemanden. Gedden hat es nicht anders verdient. Zack, Mission sofort dabei. Wisst ihr, ich will mir nur seine Optionen anhören. Und Mission sofort bereit, alle Leute zu verraten. Ich gebe noch 1 bis 5 Jahre, dann höre ich mir die Bims wieder auf. Ihr wollt mir ein Angebot machen, Gedden. Kandorn heißt er, ne? Versucht ihn nur Blödsinn einzureden. Brejik hat genug für den Rechner in den Krieg mit Gedden und seinen jämmerlichen Anhänger. Er braucht jemanden, der Gedden zum Schweigen bringt. Wenn du ihm diesen kleinen Gefallen tust, lässt er sich auch was springen. Sagen wir 5 mal Credits? Ach, und wir legen noch diese junge Soldat mit drauf. Was? Welche junge Soldatin? Ach so, sie haben irgendeine Geisel. Also sie meinen nicht Bastila, ne? Ich dachte, sie wäre der Preis fürs Subrennen. Hey, wir können dir die Kleine nicht einfach überlassen. Man bricht sie öffentlich für den Preis fürs große Subrennen verfolgen. Es gibt eine Möglichkeit. Der Sieger des Subrennens bekommt das Mädchen. Wenn du gerade einen Umsatz kriegst, verkürzt deinen Sub mit dem Booster. Dann bist du unschlagbar. Gib mir einfach das Mädchen oder unser Deal ist geplatzt. Bridget kann seinen Preis nicht einfach zurückziehen und sich länger zu bringen. Außerdem ist er nicht einmal hier. Bridget kann sich bis zum Rennen irgendwo versteckt. Wie wär's, wenn ich mich einfach eliminiere? Ich kann dich wohl nicht überreden. Für uns zu arbeiten. Schade, schade. Darfst du sie jetzt umbringen? Ja, schaffst du mir von Hals alle. Ja gut, denn, Betäubungsgranaten? Nee, warte mal, das war die falsche, egal. Wir haben noch mehr Granaten. Giftgranaten, Schallgranaten, Illusionsgranate, Plasmagranate klingt gut. Und Mission kann auch noch mal eine werfen. Wir haben ja hier noch, was haben wir hier noch? Ionengranate, Betäubungsgranate. Ich habe gar keine großen Granaten mehr, ne? Ja, dann werfen wir nochmal eine Plasmagranate. Vor allem, du musst dir vorstellen, dass... Oh, ich glaube, die Plasmagranaten machen ganz viel Damage, ne? Oh, ich habe aus Versehen übrigens... Ah, nee, sie ist nur disabled, ne? Okay, gut. Erste Tat des Tages im Kampf. Alle drei werfen synchron Granaten los, ne? Nochmal angreifen. Whisper lebt noch, oder? Die leben alle noch. Oh, das ist schlecht. Dann mehr Plasmagranaten. Dann muss ich nochmal laden. Ich war mit meinen Granaten anscheinend zu zögerlich. Das tut mir sehr leid. Oh. Ich hätte mehr Granaten werfen. Nee, nicht Jugendgranaten. Jugendgranaten sind doof. Pumpsgranaten?
Oh. Okay, das werden wir nochmal laden müssen. das war bevor ich die Tür aufgemacht habe, ne? Ah, das kriegen wir hin. Hier, was versteht das Band der Frage nach den Hutten? Ah, sehr gut. Wo bin ich denn jetzt? Ist das hier die Tür? Nee. Ach, verdammt. Ah, jetzt muss ich nochmal wieder nachspielen, weil ich wieder zu eilig war. Naja, gut, das ist ja überhaupt kein Problem. Das kriegen wir schon noch hin.